Die Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg besitzt einen großen und wertvollen historischen Altbestand. Dazu gehören beispielsweise Handschriften und Inkunabeln aus Kloster- und Fürstenbibliotheken, Gelehrtenbibliotheken aus dem 18. bis 20. Jahrhundert und umfangreiche Briefsammlungen. In den Grafiksammlungen der UB finden sich Meisterwerke des 14. bis 18. Jahrhunderts, aber auch Werke von Künstlern des 19. und 20. Jahrhunderts. Seit 2010 scannt die UB kontinuierlich ihren Altbestand und macht diesen weltweit online zugänglich. Aber wie genau kommt nun ein Buch aus dem 19. Jahrhundert ins Internet? Zunächst muss das Buch aus unserem Magazin, dem großen Bücherlager der UB, geholt werden. Jedes Buch muss dann autopsiert werden, das heißt, es muss ganz genau geprüft werden, ob man das Buch überhaupt digitalisieren kann. Der Einband sieht noch ganz gut aus. Ja, lass uns mal reinschauen. Ach, öffnen tut es sich ganz gut. Ja, das Durchblättern ist auch unproblematisch. Genau, im Falz wird es manchmal ein bisschen knapp, aber das sollte kein Problem sein. Dann scannen wir es auf dem Vorscanner. Die UB Erlangen besitzt verschiedene Buchscanner, um ihre Objekte möglichst bestandsschonend aufnehmen zu können. Dazu gehört ein sogenannter Flachscanner, mit dem besonders gut Objekte mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad digitalisiert werden können, wie zum Beispiel Karten, Zeichnungen oder Bücher, die komplett aufklappbar sind. Die Aufnahmen macht eine Kamera, die oben am Gerät angebracht ist. Für sehr große Objekte besitzt die UB eine Repro-Station, mit der auch Objekte von bis zu DIN A0 problemlos digitalisiert werden können. An der Repro-Station können aber auch ganz kleine Objekte wie Münzen gescannt werden. Bücher, die sich nicht mehr komplett öffnen lassen, können an einem sogenannten V-Scanner bearbeitet werden. Hier kann das Buch V-förmig eingelegt und fixiert werden. Der V-Scanner besitzt zwei Kameras, die jeweils senkrecht zu den V-Seiten ausgerichtet sind. So können auch Bücher gescannt werden, bei denen die Schrift bis in den Buchfalz reicht. Da sich unser Buch nicht mehr komplett öffnen lässt, scannen wir es am V-Scanner. Nachdem ein Buch fertig gescannt wurde, müssen nun alle Aufnahmen nachkontrolliert und auf Schärfe und Vollständigkeit geprüft werden. Sollten sich Fehler eingeschlichen haben, müssen die entsprechenden Aufnahmen neu gemacht werden. Anschließend müssen die sogenannten Strukturdaten erfasst werden. Das heißt, es muss festgelegt werden, welche Seiten zum Beispiel zum Bucheinband gehören, welches das Titelblatt ist und wie sich der Inhalt gliedern lässt. Das erleichtert später die Arbeit mit dem Digitalisat und erlaubt ein besseres Navigieren im Buch. Zum Schluss werden die Digitalisate mit ihren Metadaten, also allen wichtigen Angaben zu zum Beispiel dem Autor, dem Titel und dem Erscheinungsjahr und natürlich dem erstellten Inhaltsverzeichnis auf einen Server hochgeladen und online gestellt. Nun können sie weltweit aufgerufen und erforscht werden. Mit der sogenannten Langzeitarchivierung wird sichergestellt, dass alle Digitalisate dauerhaft zugänglich sind. Alle Digitalisate der Universitätsbibliothek sind über die digitalen Sammlungen recherchierbar. Sie sind nach fachlichen Schwerpunkten geordnet und werden ständig erweitert. Schauen Sie doch mal vorbei.